Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Parsdorf. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, jetzt fühle ich mich beschützt. Warum? Es stehen einige Feuerwehrmänner um mich herum und das ist gut so in Parsdorf, denn da gibt es natürlich auch eine freiwillige Feuerwehr unweit vom Schützenverein. Das wird sich geteilt. Man muss aber dazu sagen, das wird jetzt alles neu. Jetzt stellen wir erst einmal die Burschen vor. Du bist der? Ich bin der Jürgen. Jürgen? Der Leo. Leo? Der Dominik. So, das ist der Chef, der Kommandant. Ein junger Kommandant, schon seit wann? Seit Februar. Februar. Irgendwer muss ja machen, oder hast du das anvisiert, das Ziel? Ich habe ein bisschen geschlafen, wie die Vergabe war, und dann bin ich noch überblieben. Nein, Schmarrn. Aber irgendeiner muss ja machen, gell? Irgendeiner muss das machen. Das ist aber schon eine Verantwortung, Leo. Ist dir das bewusst geworden? Ja, das ist bewusst. Das ist mir bewusst. Ich war schon 6 Jahre Stellvertreter, da habe ich schon ein bisschen reinschnuppern dürfen. Was ist denn die Aufgabe eines Kommandanten? Ja, der ist im Zweifel dann für alles schuld, wenn was schief geht. Und natürlich, ja, den ganzen Übungsdienst organisieren, die ganzen Einteilungen. Das gibt ja, man macht es ja nicht allein. Es gibt ja dann auch noch Zugführer, Gruppenführer, Artenschutzgerätewart, normaler Gerätewart. Und das alles ein bisschen koordinieren. Mhm. Und weil zur Arbeit nur dazu, weil wir sehen ja alles freiwillige Feuerwehr. Genau, richtig. Parsdorf Hergolding gehört also mit dazu. Genau, das ist schon immer traditionell, gehört das zusammen, Parsdorf Hergolding. Feuerwehrfeste auch natürlich wichtig, gell? Ja, das gehört dazu. Wie lange gibt es denn eigentlich schon hier? Hier an dem Standort, also das Feuerwehrhaus ist jetzt seit 30 Jahre alt, 35 Jahre. Ja. Und am Standort, da war früher daneben so ein kleiner alter Schupfer, da, wenn man da umschaut. Ja. Und die Feuerwehr selber ist jetzt, hast du mich natürlich erwischt. Also in der Wischt. Gibt schon ein paar Jahre. Fast 140 Jahre. Also das langt schon. Oder drei Jahren sind es. Da wart ihr noch flüssig und noch nicht in der Planung, gell? Als junger Bursch dabei schon, oder? Ja, ich bin mit 15 damals an einem Tag der offenen Tür da mal reingekommen und habe da mal reingeschnuppert. Und das hat mich so fasziniert, dass ich am gleichen Tag sofort unterschrieben habe. Der Dominik auch? Seit 2002. Auch schon eine Zeit dabei. So, was macht am meisten Spaß? Fernab von den Einsätzen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Aber was macht Feuerwehr aus? Ja, die Gemeinschaft, würde ich sagen. Mhm. Das ist ein Verein, wie jetzt jeder andere auch, aber das schweißt natürlich, das Aufgabenfeld schweißt natürlich besonders zusammen. Ja. Und das Aufgabenfeld ist weit gefächert. Genau. Also ich lese Tiereinsätze, Tierrettung. Also was war so mit das Kurioseste, was ihr jemals habt zu machen, Mann? Also was für ein Tier wurde schon aus welchem Baum gerettet oder aus welchem Zaun oder Kanal, wie auch immer? Ja, letztes Mal haben wir es gehabt, da war im Gewerbegebiet, ja. Oben im ersten Stock sind Wohnungen und da war irgendwie auf dem Balkon, wie das genau war, wissen wir selber nicht, ein Rabe gehockt. Und dann haben Anwohner angerufen, dass der Rabe da anscheinend nicht mehr fliegen kann und bis wir da waren, war er aber schon weg. So es ist manchmal, seid ehrlich, wenn man das so mitkriegt, so Einsatz, weil es ist ja auch so, ihr arbeitet alle, deswegen auch freiwillige Feuerwehr. Dann wirst du abberufen wegen einem Raben auf dem Balkon. Jürgen, ganz ehrlich, ist man da ein wenig verwundert? Oder? Ja, man ist A, verwundert, B, wenn man aus irgendeinem Projekt rausgerissen wird, ärgert man sich vielleicht kurz ein bisschen drüber, aber eine halbe Stunde später, wenn man im Stüberl sitzt bei der Einsatzhalbe, dann lacht man auch wieder drüber. Aber es gibt auch die anderen Einsätze und die sind nicht so schön, allerdings notwendig. Also Unfälle, schwere Unfälle, also vom Rausschneiden bis hin natürlich zu Erstretter auch sein. Ja. Also wie wird man für sowas vorbereitet und geschult? Also jeder hat so einen Einsatz bestimmt schon gehabt, aber wie da fährt man hin, ich stelle mir das gerade wahnsinnig bedränglich vor. Also im Brustkorb denkt man sich, oh, schauen wir mal, wann wir jetzt da hinkommen, oder? Ja, man hat halt mit unseren zwei Autobahnen, der A99 und der A94, ist schon was los auch. Vorbereiten kann man sich nur technisch, dass man mit dem Gerät umgekommen auf die Situationen, wenn dann auch kleine Kinder oder so dabei sind, da kannst du dich eigentlich gar nicht richtig vorbereiten. Aber wenn du dann doch psychisch merkst, dass irgendwas fällt bei dir, da haben wir auch professionelle Hilfe. Wir haben einen Feuerwehrseelsorger und den kann man dann in so Fällen dann auch einschalten. Gibt es auch welche, die mal gesagt haben, nein, das packe ich nicht. Ich gehe wieder raus aus der Freiwilligen Feuerwehr. Mir ist das alles zu, ja, das packe ich nicht. Wenn ich jetzt Samstagnacht, als wir einberufen, jetzt geht's los, Einsatz A99, A94, packe ich jetzt nicht.
Also so, dass dann direkt einer zu mir gesagt hätte, du aus dem und dem Grund ja. Nimmer. Man merkt schon, dass wenn wir sowas gehabt haben, muss man auch, also das ist auch eine Verantwortung vom Feuerwehrkommandant, dass man da ein bisschen ein Auge drauf hat, ja. Wer da jetzt vielleicht mit der Situation nicht so gut umgeht, dass man da mal nachfragt. Sowas gibt es natürlich schon und das haben wir auch schon gehabt. Mhm. Und dann merkt man auch, dass sich der vielleicht in der letzten Zeit ein bisschen zurückzieht, ja. Da muss man dann aufpassen. Aber das ist wirklich einer gesagt hat, so bis hierhin und nicht weiter, das habe ich jetzt halt noch nicht gehabt. Kommen wir mal aufs Häuserl zu sprechen. Das wird neu. Also ja. Zumindest. Es wird erweitert, Drobad. Da aufgrund des Gewerbegebiets wird es ein bisschen größer werden, oder? Ja, genau. Wir haben jetzt schon zwei Fahrzeuge, die im alten Gerätehaus nicht mehr Platz haben. Mhm. Und ja, jetzt haben wir einfach gesagt, dann haben wir noch ein paar Anhänger rumstehen. Das muss unterbracht werden. Genau. Dann schauen wir mal genauer gleich natürlich in so ein Feuerwehrauto hinein, liebe Zuschauer, damit wir auch mal wissen, was denn alles vorhanden sein wird. Weil wenn ihr schon sagt, Gerätewart und was es sonst noch alles gibt, muss ja das auch alles beständig gepflegt und versorgt werden. Sind das jetzt alle, jetzt habt ihr Einsatzfahrzeuge oder gibt es nur mit derer mehr? Ich habe noch einen PKW drin. Ein PKW auch noch? Ein Audi. Das ist ja voll. Irgendein Auto muss ja sein, gell, Herr Kommandant. So, schauen wir da rein, liebe Zuschauer, sehen Sie gleich. Wir sind bei der Freiwilligen Feuerwehr hier im Pastorf Hergolding. In diesem Sinne, bis gleich. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Pastorf. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Das ist, welcher Spielplatz ist das, gell? Das gefällt die Feuerwehrbaum schon gescheit, gell? Affi und die fahren mit hinten, ne? So, jetzt sehen wir mal ein bisschen was so, also Besen sehe ich, sehe Mülltonnen. Was ist, also ich suche ja immer für mich selber, Feuerwehr ist der Löschschlauch. Der war jetzt nicht so, also bräuchte man, aber mittlerweile haben sie ja die Einsätze so erweitert, dass das da überhaupt, ich wackel schon her, dass da alles reinpasst. Also was muss drin sein, damit man sagt, so, jetzt gehen wir zum Einsatz? Ja, also beim Löschfahrzeug ist natürlich schon der Schlauch drin. Da gibt es halt den kleinen und den großen, einen B- und einen C-Schlauch. Eine Pumpe ist normalerweise mit drin und halt so Normbeladung. Beim Feuerwehrwesen gibt es ganz viele Normen. Was heißt das, Normbeladungen? Ja, dass man halt einfach sagt, in diesem Fahrzeug, da gibt es ja verschiedene, eine Löschgruppenfahrzeug, 10 Löschgruppenfahrzeug, 20. Ah, okay. Also wenn in dem muss das und das drin sein, so und so viel Schleich, so und so, die und die Pumpen. Ja. Und das ist halt alles genormt, dass halt dann auch der Einsatzleiter vor Ort weiß, jetzt kommt das Fahrzeug, dann weiß ich ungefähr, mit wie viel Leuten kann ich rechnen und aha, was für technisches Gerät kommt. Gibt es jetzt ein Spezialgebiet? Also, wenn du sagst, du setzt ein für einen gewissen Einsatz, dann weißt du, wer ist jetzt da am stabilsten, wer kann das also mit am besten. Ja? Also, was machst jetzt du am besten, Dominik? Wo bist du am liebsten dran? Im Atemschutz. Atemschutz. Okay, was machst du am liebsten, Jürgen? Zwei Teststrecken fährt er an Atemschutz und technische Hilfeleistung. Das heißt PKW, Personenbefreiung aus Fahrzeugen etc. Das machst du? Das mache ich primär auch, ja. Was macht eigentlich Spaß? Was bei der Feuerwehr Spaß macht? Ja, ja. Ja, also mir macht am meisten Spaß zusammenhocken. Nach dem Einsatz. Frale, ja, wir wollen ja auch die Leute, also die sollen ja nicht bloß sehen, dass die Arbeit ist und dass man auch schon beieinander hat. Können wir eigentlich einmal so ein wunderbares Gerät noch mal rausfahren? So, dürft ihr eigentlich also auch das Einsatzleuten heute darbringen? Also mal schärf Tupen drucken, Jürgen? Ja, ich glaube, das hätte ich schon mal gern. Ja, also schaut mal, gehen wir mal da übrigens rein. Man muss auch ganz genau schauen, welches Fahrzeug irgendwie wo eingesetzt wird, oder? Ja, genau. Also nur mal so, das ist ein Tanklöschfahrzeug, das hat jetzt 5000 Liter Wasser dabei. Das braucht man zum Beispiel, wenn irgendwo ein Lastwagen brennt auf der Autobahn, weil da hast du ja nicht alle 10 Meter Hydranten. Ja. Der wird benötigt zum Leute umeinander fahren, also Nachschub an Personen, ein Mehrzweckfahrzeug. Verstehe. Und das ist jetzt zum Beispiel ein LF16, so quasi das klassische Löschgruppenfahrzeug bei der Feuerwehr. Aha. Auch wenn man jetzt halt einmal zum Problem selber kommt und man hat nicht genügend Leute. Also wenn wir es ja auch gerade gesagt haben, also wir sind in der Arbeit, du hast einen Einsatz und du musst planen. Ja, kann das auch mal passieren, dass da zwei, drei Leute fallen, weil sie auch von der Arbeit nicht weg können? Passiert ja auch. Ja, also du weißt überhaupt nicht, was vorher kommt. Es gibt ja die Leitstelle, die integrierten Leitstellen in Bayern. Wir sind jetzt bei Erding dabei, da ruft jemand an und sagt, wir brauchen, oder
da und da brennt. Ja. Und dann ist das alles schon im Computer hinterlegt. Wenn es jetzt heißt, ein Wohnhaus brennt, dann kommen so und so viele Feuerwehrfahrzeuge. Der Computer schaut selber, wo muss ich die Einsatzmittel, also ein Feuerwehrfahrzeug ist ein Einsatzmittel, wo muss ich das holen und stellt dann das zusammen. Und jetzt angenommen, wir sind zu wenig, weil gerade irgendwas ist, ja, dann mappt man sich und sagt, du, wir können das Fahrzeug nicht besetzen, dann alarmiert der gleich das nächste. Das geht aber dann schon ratzfatz schnell, oder? Ja. Also muss schon wie schnell kommt man denn von A nach B? Also ihr kriegt den Anruf, es ist was passiert, Autobahn oder Gewerbegebiet, wie auch immer. Wie viel Zeit vergeht da wirklich vom Herkommen, Anziehen, dort sein? Kann man das jetzt so allgemein einmal ein wenig so fokussieren? Ich sage mal, nachdem der Funkwecker geht, also ja, Funkwecker, wir werden ja so alarmiert, ja, mit denen, ja, dann circa 3 Minuten, dann ist das erste Fahrzeug, kann sich schon am Funk melden. Mhm. Weil wir halt doch nur eine Ortschaft sind und wir nicht irgendwo ins Gewerbegebiet rausfahren müssen. Und dann dauert es ja, je nachdem, wo wir hinfahren müssen, nochmal vielleicht 2-3 Minuten, bis wir dort sind. Einstellig, ich dachte 10 Minuten, vielleicht schon gut, in der Zeit ist schon einiges brennt. Ja, so 8 bis 10 Minuten sind wir auf alle Fälle, ja, am Einsatzort. Ja. Genau. So, meine Herrschaften, ihr dürft jetzt mal nur irgendwas rausfahren. Das ist, machen wir den oder den? Dann raus. Den da fand ich super. Das ist schon das, ja, das Richtige. Ja, freilich. Und richtig mit, weißt du, Pauken und Trompeten. Leo, wenn du schon der Kommandant bist, darfst du mal richtig loslegen. Da ist ja der Papa, der Norbert, den kommen wir doch auch. Schau her. Das ist der von den Kutschen. Aus deinem fleißigen Baum. Grüß dich. Habe dir, was du schau, was ich dir mitgebracht habe. Ja, wieso? Wir waren mit der Kutsche in Monaco. Ich hol die Vergangenheit wieder ein, Norbert. Wir waren mit der Kutsche in Monaco und haben einen Fürst Albert mit der Kutsche gefahren. Du hast einen Fürst Albert? Warum hast du ihn bei mir im Hofbräufestival vorbeigebracht? Weil der nicht in München war, das war in Monaco, steht ja drum. Danke für die Information. Und war dieses Wochenende. Ich werde verrückt. Ist er netter? Also der ist total sympathisch. Der ist netter wie im Fernsehen. Sehen Sie, jetzt haben wir über das auch noch gesprochen. Eigentlich sprechen wir über die Feuerwehr, aber der Bruder Leo, der ist ein fleißiger. Hey. Das, ja. Der ist nicht unweit von seinem Vater. Manchmal schon. Na, wird. So, jetzt geht's ab. Liebe Zuschauer, also die Freiwillige Feuerwehr, Pastorf, Hergolding. Und weil sie es gehört, wird es auch so gefallen. Das ist ein Riesending. Jetzt sieht man erst einmal, wenn es rausfährt, was für ein mächtiges Gerät das ist. Jawohl! So, jetzt meint jeder, ihr habt einen Einsatz wahrscheinlich. Jetzt wird sie gleich versammelt, was los ist. So, ich danke euch schon mal für die Zeit, gell, damit ihr euch diese genommen habt. Leo, sagen wir an und danke. Das ist ein schönes Gerät und riesig, weil in der Garage wirkt es gar nicht so groß. Leo! Leo, ich danke dir. Wo ist er denn? Da ist der Leo. Leo, wir finden uns schon. Irgendwann finden wir uns. Leo! Danke erst einmal. Das war schon alles super. Ich wünsche euch gute Einsätze, ja, dass alles sauber geht und nicht zu viel passiert, weil das ist das Allerbeste. Zusammenhocken, ja, dass das viel Zusammenhocken öfter ist wie der Einsatz. Genau. Ja? In diesem Sinne, danke Burschen, liebe Zuschauer, wir sehen uns das nächste Mal wieder aus Pastorf. Servus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Pastorf. Wechseln auch Sie.